Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Dragonflights unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so ein kleines Video aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und zwar habe ich schon wieder ein bisschen Gold ausgegeben, beziehungsweise wir wollen jetzt ein bisschen Gold ausgeben. Und ja, ich würde sagen, wir schauen mal rein, was ich bis jetzt gemacht habe. Und zwar schauen wir da einmal oder holen einmal die Tabelle her. Ich mache es mal ein bisschen größer, dass man es vielleicht auch ein bisschen besser sehen kann. Und ja, ich habe schon einiges ausgegeben, wie ihr seht. Unter anderem habe ich ein removedes Leder-Item gekauft, ein graues. Ne? Das hat 80.000 Gold gekostet. Habe ich gesehen, dachte mir, komm, das schnabulieren wir uns gleich und stecken das ein. Dann habe ich einiges an Gold ausgegeben für verschiedene Sachen. Ihr seht, ich habe hier 90.000 ausgegeben für 20 Schneider-Temok-Items. Und zwar habe ich mich mal hingesetzt und habe die ganzen Items aus Dragonflight, die ich noch für Temok brauchte, aber auch für den Erstherstellungsbonus mal hergestellt, dass die alle raus sind. Das waren 20 Items Schneider, hat 90k gekostet, dann 25 Schmiede-Items waren das, hat 146.000 gekostet, 30 Leder-Items, 119.000, 7 Ingi-Items, 2 Ingi-Items, 7k, 5 Inschriften-Items, 48k, 5 VZ-Items, 28k, dann Alchi-Items. Ach ja, da musste ich durch so eine Instanz durch, hier zu diesem Altar des Verfalls, ne, musste ich durch Breckenfellhöhle durch, habe ich 27k ausgeben, dann 1k für 4 Juwe-Items, dann habe ich einen Haufen Werkzeuge noch gebaut, weil die auch Temok haben anscheinend, zwar kein Temok, den man im Spiel lernt, aber im Old Things war das drin, dann brauchte ich hier noch diesen, ich habe den glaube ich 4 oder 5 mal herstellen müssen, diesen Schockdrossel-Seeleninhalator. Den benutzt du, um dementsprechend, ich kann es mal zeigen, warte mal, wo haben wir denn hier zum Beispiel so einen Beruf? Hier, Lederer zum Beispiel. Aber hieß die Loder Google, genau. Da braucht man solche Seelen, seht ihr das? Die kann man mit dem Ding absaugen. Das Problem ist, derjenige, der das Item gecraftet haben will, muss diese Seelen haben. Und ich musste ja schauen mit den Funken. Also ich habe ja irgendwie 60, 70, 80 Funken gebraucht. Das Gute ist, ich habe viele Twinks. Das Schlechte ist, die sind nicht unbedingt alle hier auf Blackmoor. Und fürs Temok-Lernen konnte ich es jetzt so machen, dass ich mir die irgendwo craften lasse, auch über einen öffentlichen Handelsauftrag. Ne? Aber ich brauchte ja bei vielen auch den Erstherstellungsbonus. Und dann brauche ich quasi das hier auf Blackmoor, wo ich meine Chars habe. Und das sind wirklich viele Sachen. Also ich habe ja, alle Rezepte, oder alle Rezepte ist falsch, ich habe alle bis auf ein einziges Rezept im Spiel und das werden wir uns nachher vielleicht auch noch holen. Und ja, dementsprechend habe ich auch einiges, was ich hier als Temok gebraucht habe. Ihr seht, wenn ich jetzt hier drüber fahre, ne, die ganzen Temoks, ich habe mir alles jetzt geholt. Und auch wenn ich jetzt hier auf Erstherstellungsbonus gehe, seht ihr, kommt nichts. Also ich habe hier tatsächlich alle Erstherstellungsbonis. Und selbiges natürlich auch mit Schmied. Da war es tatsächlich noch mehr. Wobei, hier habe ich was nicht. Warum habe ich den nicht? Ah, ich habe einen vergessen. Schau mal an. Warum habe ich den Erstherstellungsbonus? Ich habe mir den auf einem. Den habe ich mir anscheinend auf einem anderen Server hergestellt. RIP. Behaupte ich hier, ich habe alle und anscheinend doch nicht. Aber der ist auch hier im All the Things nicht drin. Der wird. Ah ja, das Add-on Select hier. Das ist auch eine neue Waffe vom. Von dem aktuellen Patch, ne? Jetzt bin ich gerade überlegen. Ja, ich habe leider auch keinen Funken rumliegen. Da müsste ich mir nochmal irgendwo einen besorgen. Eventuell habe ich noch einen auf meinem Schurken und wir können das da machen. Ah, vielleicht können wir das noch mit einbeziehen. Okay, das ist interessant. Das hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm. Aber das mache ich mir jetzt mal in den Zwischenspeicher. Vielleicht können wir das noch mitnehmen. Gut, aber nichtsdestotrotz, bis auf dieses Item habe ich mir die ganzen Erstherstellungsboni-Sachen geholt. Und das eigentlich auch mit quasi allen Craft-Chars. Ne? Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel unter Craften reingehe, dann habe ich jetzt immer nur noch diese Reagenzien, die man braucht für dieses Tauschspiel, ne, wisst ihr? Wo man dementsprechend diese Barren abgibt und dann gibt es von nahezu jedem Beruf quasi was, was du craften kannst und da abgeben kannst, ne? Und das ist das letzte Rezept, was ich brauche, das werden wir uns jetzt eventuell nachher rausholen, genau. Und, ja, dementsprechend habe ich das jetzt hier noch als Manuskript drin, ne, wo sonst sieht es gut aus. Hab die ganzen Sachen raus, habe jetzt bis auf das eine Rezept das Ganze und dieses eine Teil, was ich anscheinend noch herstellen muss. Aber da werden wir gucken. Ich meine, ich habe noch auf meinem Schurken, es geht nämlich zum Glück auch mit einem Level 60er Char, dass man sich, ja,
quasi diese Funken holt und sich Sachen herstellen lässt. Das Blöde ist, mit diesem Seelendrossel-Absaugegerät kann man erst ab Stufe 61 das machen, deswegen musste ich meinen Schurken noch leveln, dass ich die Seelen absaugen konnte. Das war ein bisschen mehr Aufwand. Ich glaube, für das ganze Craften, für alle Berufe, habe ich 10 Stunden gebraucht. Also nicht nur das Gold habe ich ausgegeben, sondern das hat echt lang gedauert, weil ich musste mir teilweise die Funken noch farmen, musste durch Instanzen durch, unter anderem. Das war ein bisschen nervig. Materialien besorgen und so, also das war schon ein bisschen nervig angelegt. Genau, das ist das eine. Dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal den Rest noch durch, den ich mir geholt habe. Die leere Seelenkäfig, die braucht man dementsprechend, um die Seelen einzufangen. Da habe ich 3K für ausgegeben. Weiß nicht, ich habe, glaube ich, 20, 30 von diesen Käfigen kaufen müssen auf verschiedenen Chars. Und ja, das ist eigentlich das für das Berufszeug, was ich rausgehauen habe. Dann hatte ich mir noch für 30K so Stulpen gekauft aus dem Mausoleum HC. Und für 35K aus dem Gewölbe Normal, ne, habe ich mir auch nochmal, was waren das, Armschienen oder Armreif, wahrscheinlich sind es Armschienen. Heißt, bis jetzt habe ich insgesamt 668K ausgegeben. Genau. Jetzt habe ich hier schon mal auf ein paar Servern durchgescannt. Und zwar habe ich jetzt hier auf Blackmore zum Beispiel nicht unbedingt was drin, was interessant ist, ne. Das sind alles relativ teure Sachen. Was ich aber gesehen habe, hier wäre das letzte Rezept, was ich brauche, für 177k drin. Ich habe gesehen, auf anderen Servern wäre das günstiger. Die Geschichte ist bloß, Rezepte muss ich halt auf dem Server kaufen, weil ich hier meine ganzen Chars habe. Ne? Das ist nicht wie TMOG, dass ich auf irgendeinem Server lerne, sondern da will ich das alles auf meinen Berufschars haben, dass quasi das zusammen ist von den Rezepten her. Außerdem müsste ich dann auf irgendeinem anderen Server einen Char leveln, dem Beruf leveln und so, das machen wir nicht. Heißt, es ist jetzt hier überteuert, aber es ist tatsächlich halt das letzte Rezept, was mir aktuell fehlt. Und ja, dann denke ich mal, kaufen wir uns das hier. Ich habe es, glaube ich, vorhin schon im Stream einmal gezeigt. Hoi, das ist die falsche Ansicht. Okay, das machen wir jetzt mal zu. Wo war es denn? Ich habe es vorher schon mal offen gehabt. Ah, hier haben wir es. Seht ihr, wenn ich jetzt hier auf Rezepte gehe, dann ist jetzt nur noch das eine, was mir hier fehlt. Das letzte. Und ja, dann hätte ich halt hier nochmal einen Punkt mehr. Ich bin zwar jetzt ein Ticken noch drüber über dem zweiten. Ich glaube, der kann mich auch nicht einholen, was ich mal geguckt habe. Also immer noch World Platz 1 mit den Rezepten. Aber ich glaube, wir machen die Sammlung fertig und hauen jetzt mal hier 177.000 rein. Und gönnen uns das eine Rezept mal. Wenn ihr etwas Exotisches findet, bringt es mir. Eifer zurückgekommen, okay. Also es waren jetzt hier 177.777 und das schicke ich jetzt mal an meinen Priester. 107, also, jetzt muss ich ja die Tabelle eintragen, schon ein bisschen verwirrt. Also, hier der Priester. Und ja, sonst brauche ich hier eigentlich nicht mehr. Dann können wir gleich schon mal umloggen. Und eventuell können wir dann auch noch auf meinen Rogue gehen und schauen, ob der noch einen Funken hat, dass wir das hier nicht verkacken. Also, jetzt schauen wir erstmal auf den Priester. Schön, das mit den Postsymbolen klappt auch wieder. Dann tragen wir das jetzt hier mal ein. 178 runden wir es mal auf. Okay, haben wir da. Da drin. Da, warte mal, schreiben wir den Ding rein. Beziehungsweise würde mich posten mir hier unten das Item, was ich nachher noch craften muss. Dass ich den Arbeitsauftrag richtig stelle. Weil das sehe ich leider im All the Things nicht, ne? Weil das vermutlich noch nicht eingetragen ist. Ist ja noch ein neueres Rezept. Und dann schauen wir mal, dass wir hier beim Priester das eine lernen. Und vor allem, ich muss es dann auch noch craften, ne? Ah, wo sind wir denn unterwegs? Ah, hier wieder im Niffenlager. Ich habe hier leider immer noch das Problem, ne? Man kann ja hier mit diesen Tauschziegeln sich verschiedene Rezepte holen, beziehungsweise man kann sich auch Skillpunkte holen, ne? 2x5 Skillpunkte und irgendwie backen bei mir bei ein paar Berufen diese Sachen rum, ne? Dann kann ich mir quasi nur eins von beiden kaufen und das andere wird nicht angezeigt, obwohl ich es nicht gekauft habe. Also ein bisschen weird. Jetzt kriege ich aus World of Things das Ding nicht raus, ne? Diese ganzen Materialien für diese Tauschziegel. Und ja, ist ein bisschen blöd. Ich hoffe, Blizzard fixt das mal. So, also hier haben wir das Rezept. Lernen wir das einmal. Dann schauen wir einmal rein. Jetzt können wir hier auch Erstherstellungsbonus machen. Seht ihr, hier ist jetzt auch nur noch das neue. Was haben wir denn hier? Das ist was Teures. Die ganzen Klumpen ein. Mal gucken, was das hier kostet.
Ich meine, das kann sogar ein Lederer herstellen. Aber es muss mindestens, ich glaube, das kaufe ich mir tatsächlich aus dem Aha, weil ich meine zu wissen, dass das zum Herstellen die Mats teurer sind tatsächlich, als wenn du das Teil einfach aus dem Aha kaufst. Wahrscheinlich geht das dann irgendwie über Matt-Zurückgewinnung, beziehungsweise eventuell kann man da auch eine... warte mal, ich habe mit dem kaum mehr Gold. Okay, ich muss doch umlocken. Gerade nicht genug. Shit, ich habe da das Gold weggeschickt, wo ich die ganzen Sachen gecraftet habe. Okay, das können wir jetzt dann nicht holen. Schade, da muss ich nochmal hin und her loggen. Aber gut, das macht nichts. Ich habe nämlich ein bisschen viel in letzter Zeit rausgewälzt. Da habe ich mein ganzes Gold beim Main quasi hier auf Blackmore gesammelt. Ja, mittlerweile wird es ein bisschen knäpplicher. Gut, also das muss ich mir noch kaufen. Ich kann ja jetzt mal gucken, habt ihr was Antikes, ob da schon dran tauschen? Steht, was die Matt kosten wäre. Weil ich meine, viel günstiger kann ich mir das auch nicht bauen als 1700. Was haben wir jetzt ausgegeben? 5k? Mit dem wären es dann insgesamt 7, ne? Okay. Aber das Rezept kann ich mir jetzt schon Wenn mal rauskopieren. Wenn ihr etwas Exotisches findet, bringt es mir. Schick mir dem einfach noch ein bisschen Gold rüber. Und gut ist. Ich habe aber auch schon ein paar andere Sachen noch vorbereitet. Wenn wir da jetzt hin und her loggen, können wir da eventuell noch was kaufen, hätte ich gesagt. Oder vielleicht schicken wir gleich schon mal einen Arbeitsauftrag mit dem Rogue los. Da müssen wir nämlich eh nochmal auf den Main wegen dem Gold. Machen wir es so rum. So, was habe ich denn jetzt schon vorbereitet? Genau, ich habe hier einen Char. Ich meine, auf Silbermond hatte ich den. Silbermond. Und da habe ich schon den AH gescannt, ne? Seht ihr das? Und hier habe ich ein Item gefunden, ein Plattenteil, für 50k. Das ist jetzt einmal aus dem Grabmal von Sargeras. Und das wollte ich mir mal kaufen an der Stelle. Für 50k nehmen wir das mal raus. Und da müssten wir uns am besten einen Char erstellen, auch auf Silbermond. Da habe ich jetzt hier schon mal den anderen Account. Ah, ich bin hier auf Draenor schon eingeloggt. Silbermond müssen wir. Silbermond, dann kann ich euch das mal zeigen, wie ich das tatsächlich mache mit diesen Testchars. Und zwar müsste ich jetzt am besten irgendeinen Hordenchar erstellen. Dann nehmen wir hier den hier. Das war Platte, ne? Nicht, dass ich jetzt hier was Falsches mache. Ne, das ist wieder der Falsche. Der hier war das. Das war Platte. Ja, genau. Weil man hat nur eine begrenzte Anzahl von Klassenproben. Hier haben wir das nämlich. Und die nennen wir jetzt Tela-Platte. Ich habe mittlerweile aus den Fehlern quasi ein bisschen gelernt, ne? So, jetzt machen wir natürlich hier alle Add-ons aus. Sonst sind wir 5 Jahre im Ladebalken, das wollen wir nicht. Und dann kann ich das dem rüberschicken. Also hier sitzt auch schon einer. Schicken wir zum Platte. So, okay. Also, das waren jetzt 50k, die wir dafür rausgehauen haben. Und dann können wir auch das Item gleich wieder aus meiner Liste rausschmeißen. Eingeloggt. Wo ist der nächste Postkasten? Ah, da oben. Ding ist, von dem Char kriege ich quasi kein Item mehr runter, ne? Also, wenn das einmal auf dem Char ist, dann ist das ein bisschen RIP an der Stelle. Deswegen immer sich schön Stufe 10 quasi... Verbinde das Volker stellen, da das Gold drauf und die Items dann einfach zu dem, ja, zu dem Probe-Chars rüberschicken, ne? Da kann man den dann easy lernen und gut ist. So, also, das war jetzt das Item. Das war jetzt für 50k hatten wir das gekauft. Gut, und den Gürtel kann ich jetzt auch gleich noch austragen. Jetzt muss ich mal gucken. Der müsste hier drin sein. Hier der Gürtel, ne? Das war aus dem Normal. Also den schmeißen wir gleich schon mal raus. Jetzt brauche ich aus Toss nur noch die Schärpe. Und zwar aus dem LFR und HC. Also langsam wird es immer weniger, ne? Das sind so die letzten Items aus Legion, die ich noch brauche. Ich brauche nur eins aus WOD. Und dann sind es halt immer nur die höheren Expansions. Aber so langsam wird es weniger. Gut, haben wir das auch schon mal. Dann kann ich eigentlich wieder ausloggen. Den können wir dann... Brauchen tue ich den jetzt aktuell nicht. Den löschen wir gleich mal wieder. Löschen. So. Okay. Gut, mittlerweile bin ich jetzt hier auf diesem Rogue eingeloggt.
Und dann kann ich mal gucken, ob ich jetzt noch einen Funken... Ah, seht ihr, ich habe noch einen Funken rumliegen. Heißt, wir können jetzt gucken. Ich habe mir das ja hier irgendwo abgespeichert, wie das Item heißt. Dass ich mir da noch einen Arbeitsauftrag setze. Perfekt, das findet er nicht. Anders, das war irgendein... Hä? Wunderbar. Oh, ich weiß gar nicht, ob der Rogue das überhaupt tragen kann. Fällt mir jetzt gerade auf. Warum meine ich eine Waffe? Da hieß nur das Ding so. Da muss ich vielleicht doch nochmal auf dem Main nachschauen. Hier. Hä, das habe ich doch eingegeben. Die Waffe hier. Ach, das ist ein Zweihandkolben. Okay. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Es, ja, ich hätte zwar noch einen Funken, aber ich würde eh zwei brauchen, ne? Und ich kann das T-Mog auch nicht lernen, wenn er die Waffe nicht tragen kann. Also, wie wir es drehen und wenden, das wird nichts. Jetzt schicken wir mal ein bisschen was rüber. Den Dings brauche ich jetzt hier nicht mehr. Gold bei dem Schurken. Den musste ich hier auf 62 leveln. Sonst, naja, geht das halt schlichtweg einfach nicht, ne? Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir weiter. Und zwar habe ich noch ein Item gefunden. Und zwar hier auf Draenor. Und beziehungsweise ich habe sogar zwei Items gefunden, wenn ich genau sein will. Ich habe einmal hier einen Remove-Disc gefunden für 75k. Die sehen auch cool aus, diese Eishandschuhe. Das ist ein Item aus Nax, aus damals Klassik. Also wirklich ein uraltes und selten. Das Ding ist, ich weiß, dass diese Items wieder reinkommen sollen mit dem nächsten Patch. Und ich weiß jetzt nicht, ob genau die ID reinkommt, da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, aber ich habe das Model zumindest schon mal in der Vorschau gesehen. Heißt, ich werde da jetzt lieber mal die Finger von lassen, weil nicht, dass ich das jetzt hier für 70k kaufe und das dann im nächsten Patch quasi for free dazu kriegst, ne? Also in Anführungszeichen. Deswegen machen wir das nicht. Wahrscheinlich ist es deswegen auch so günstig drin, das Teil, ne? Vermute ich zumindest. Genau. Und was ich aber kaufen will, ist die Robe hier. Die ist aus dem Dämmerwald. Von irgendeiner Quest wahrscheinlich, die removed worden ist, oder nee, von dem Rare anscheinend, der removed worden ist mit Cataclysm, ne? Und die kostet jetzt hier 200k, das ist genau meine Schmerzgrenze und ich würde sagen, die kaufen wir jetzt. Da muss ich aber jetzt auch wieder einen Char erstellen. Also für removed Items aktuell gebe ich maximal 200k für removed aus und für die normalen non-removeden halt 50k, ne? Das sind so ein bisschen meine Grenzen. Okay, also dafür haben wir jetzt 200k reingelatzt. Und dann muss ich die auch noch austragen aus meiner Liste. Also die tragen wir jetzt hier auch noch ein. 200k. Und dann haben wir hier T-Mog. Jetzt suchen wir die einmal. Da unten bei den ganzen Removeden dabei. Die schmeißen wir einmal raus. Und dann ist das auch wieder eins weniger. Removede Sachen sind halt leider relativ viel noch. Aber gut. Zumindest die Non-Removed sind jetzt nur noch 44, ne? Gut, da sind jetzt die aktuellen Sachen aus Dragonflight noch nicht dabei. Die muss ich mal irgendwann noch eintragen, aber naja, das mache ich irgendwann mal. Gut, jetzt kann ich mir eigentlich hier auf Draenor noch einen Char basteln auf einem anderen Account. Da brauche ich jetzt einen Stoff-Char. Auch wieder so ein und dann machen wir uns einen Magier. Klassenprobe. Stoff. Hier eine Spezialisierung festlegen, warum auch immer. Gut, dann schmeißen wir wieder alle Addons raus und einloggen. Dann können wir das Teil schon mal rüberschicken. Tela Stoff und zwar das hier. Ist halt bitter, wenn man es dann versehentlich an den falschen Char schickt, ne? Und dann irgendwie 200k an Gulli runterspült. Und kein T-Mog hat, ne? Das wäre dann schon jetzt nicht ganz so geil. Gut, dann loggen wir da einmal um. Und zwar habe ich noch irgendwo ein anderes Item, glaube ich, schon gekauft gehabt. Jetzt muss ich mal gucken. War das Arator? Ich bin jetzt gar nicht mehr sicher, wo es war. Meine. So, jetzt habe ich auf den Priester nochmal ein bisschen Gold rüber geschickt. Dann kaufen wir uns dieses eine Teil, was wir noch brauchten. Habt ihr was Antikes zum Tauschen? Langsam werde ich arm, ich sag's euch. Muss mindestens 200 Jahre alt sein. Also hier, Erstherstellungsbonus.
Und das Ding wollten wir noch kaufen. Das waren jetzt dann, glaube ich, zusammen 7k. Vorher habe ich 5,3 ausgegeben und jetzt nochmal 1,7, ne? So, also das haben wir. Das ist dann auch die letzte Drachenglyph oder Manuskript, was ich brauche, ne? Was jetzt nicht diese Special-Dinger sind, ne? Aus dem Raids gibt es ja auch nochmal diese Drops. Da, klar, fehlt mir noch die beiden aus dem Raid, aber sonst habe ich dann alle, wenn ich das habe. Wunderbar, hätten wir das auch. Jetzt können wir mal just for fun gucken, ob irgendwelche krassen Aufträge hier drin sind. Nee. Kann ich jetzt zwar alle machen, aber 100 Gold, mehr kriegst du da nicht. Gut, okay. Dann hatte ich, glaube ich, auf Kasak noch was gesehen gehabt. Ich muss jetzt halt dran denken, dass ich irgendwann demnächst, wenn ich wieder ein paar Funken habe, Main noch das eine Teil herstellen, ne? Was gesehen? Joggen. Tragen wir das schon mal ein. Also, ich habe jetzt nochmal 7k für die Mats gezahlt. 200k, die 50k haben wir drin, das Rezept haben wir drin. Genau, dann schauen wir mal. Arator, da wollte ich noch einloggen. Können wir hier noch einmal kurz scannen. Auf Kasak. Manchmal schon ein bisschen verwirrend mit den ganzen Chars. Achso, und hier mit dem wollte ich das noch aus dem Postkasten nehmen, richtig. So lernen wir. Oh, eine Drachenschuppe. Das Ding. Will mal kurz gucken, was das ist. Ist das neu? Ah, das portet mich direkt zu dem Questgeber hin, wo es dann weitergeht. Okay, interessant. Das hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Geht nur in der Klassenprobe. Gut, da können wir schon mal ausloggen. Den können wir jetzt nämlich auch löschen. Löschen. Gut, dann schauen wir jetzt hier mal auf Arator. Da habe ich mir nämlich vorher ein Item schon mal Maha gekauft, was ein absoluter Schnapper war. Seht ihr hier, da ist ein Leder-Item, das habe ich mir, ein Removed, für 20k geholt. Da wollte ich jetzt nicht abwarten, weil ich dachte, wenn ich jetzt warte, ne, dann kauft mir das irgendwer anders weg, weil das halt schon ein Schnäppchen ist. So, also das können wir noch reinhauen, das haben wir jetzt für 20k. Und dann hier nochmal raus. Ah, da haben wir sie, die blutigen Würmbalk-Schultern. So, weg damit. Gut, sind die auch schon mal raus aus der ganzen Nummer. Und dann... Also, ich lernen muss ich sie noch, ne? Was war das jetzt für ein Server? Arator, meine ich. Ich mir da auch nochmal kurz einen Char. Lernen die. Arator. Ein Leder-Item. Das Ding ist, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Man kann in einer Stunde, glaube ich, nur 4 von diesen Test-Chars sicherstellen. Heißt, ich glaube, 3 habe ich, oder 2 habe ich jetzt erstellt, ne? Also den kann ich noch machen. Und dann auf Kasak war, meine ich, auch noch was drin. Aber da muss ich jetzt dann gleich nochmal gucken. Nett, dass das schon raus ist. Okay, Druid geht nicht, aber ein Rogue geht. Chila Leder. Ah, dann machen wir die Add-ons wieder alle aus. Eigentlich wollte ich mir hier ein anderes Item kaufen, aber das habe ich gestern geguckt gehabt und dann war es leider schon weg, bis ich das Gold da hatte, was ein bisschen belastend ist. Aber gut, so ist das. So, dann scannen wir jetzt auf Kasak nochmal kurz durch. Das läuft, können wir jetzt hier das Item gleich schon mal rausnehmen. Haben wir's? Super. Sieht, dass er die Waffen rausnehmen kann, aber das andere kannst du nicht aufmachen, ne? So, das löschen wir. Mal. Irgendeiner von meinen Chars hatte eh auf Kasak. Schon mal... Ah, ich glaube der hier.
Flaschen Testchars. Ah, seht ihr? Da habe ich schon ein paar Testchars auf Kazak. Die stehen dann schon bereit, weil da kaufe ich tatsächlich öfter was. Man kann nämlich zeitgleich nur 8 Testchars auf allen Battle.net-Accounts, auf allen Accounts auf einem Battle.net-Account haben, deswegen lösche ich die auch immer wieder, sonst muss ich dann jedes Mal zum Suchen anfangen, wo dann noch Chars sind, wo ich die löschen muss. Genau, ich hatte hier aus dem Mausoleum tatsächlich nur eins. Und zwar, jetzt ein Stoff-Item für 42k. Das kaufen wir uns jetzt mal. Warte mal. Was ist das andere? Nee, das sind alles höhere. Was ist das hier? Das ist aus dem Grabmal. Auch Stoff. Das ist jetzt natürlich eigentlich über dem Ding. Ich bin fast am Überlegen, ob ich es mitnehme. Na, nee, komm, ich halte mich an meine selbstgesetzten Regeln. Schon. So. Das ist aus dem HC. Stoff. Und mir fällt gerade noch was ein, was wir machen können. Vielleicht auch als Tipp für den einen oder anderen. Kann ich euch gleich noch was zeigen. Jetzt gehen wir kurz auf den Main zurück. Das habe ich jetzt ausgegeben. 45k waren das, ne? Weggeschickt. Hier muss ich auf den Stoff-Char einloggen. Jetzt machen wir da bloß auch Stoff, die ganzen Addons aus. Dann nehmen wir das noch raus und dann tragen wir es noch kurz ein. Was waren das jetzt? 45k. Und dementsprechend Itemnamen brauchen wir noch, dass wir das auch rausschmeißen können. Aus dem HC war es, meine ich, ne? Aber jetzt gucken wir nochmal, dass ich nichts Falsches versehentlich rausschmeiß. Halt, wo ist er? Hier ist er. Okay, ja. Gut. Derweil können wir schon was machen, denn vielleicht weiß es der ein oder andere, aber es gibt ja den Katalysator seit dem Mausoleum. Und dementsprechend können wir das Teil auch noch zu einem Set-Item umwandeln. Und da ich hier die Ports habe, kann ich mich da tatsächlich auch hinporten. Heißt, ich muss mich jetzt da am besten einmal auch mit Main hinporten, tatsächlich. Hat den Hintergrund, dass ich diese Währung da kaufen muss. Ne? Jetzt muss ich bloß gucken, bei Main habe ich ein paar mehr Ports, wo der richtige ist. Shadowlands, der hier ist es. Einmal. Derweil tragen wir das hier mal aus. Haben wir das Item. Das war im HC, heißt. Aus. Und dann sind es jetzt hier noch 2. Ja, da fehlt mir schon noch mehr, ne? Also, Nasria. Ein bisschen was aus dem Sylvanas Raid. Wobei, Sylvanas Raid sind nur noch 2 Items. Dann hier aus dem Mausoleum noch ein paar. Nialota, Ding hier. Naja, Uldir fehlt mir auch noch ein Item. Aber so nach und nach wird's schon. So nach und nach wird's schon. So, jetzt fliegen wir mal hier schon mal in die richtige Richtung. Ah, super, der hat natürlich jetzt keinen Mount und nichts rausgezogen. Heißt, das manuell machen. Was wir jetzt quasi machen können, ist, dass wir einmal hergehen und dann im Katalysator das Teil umwandeln. Ne? Dann kriege ich nämlich noch einen extra Mock vom Set-Bonus. Haben oder nicht haben, ne? Wenn ich jetzt schon das Teil hier kaufe, können wir das gleich mitnehmen. Und ja, dafür brauche ich aber ein paar Ressourcen und die Ressourcen die wiederum, haben reichlich da habe ich mit dem Main noch ein paar über und die kannst du umtauschen, ne? Wo haben wir es? Da hier, seht ihr, kosmischer Flux ist das und da kann man so ein, ja, Battle.net-Account gebundenes Item kaufen und das kann ich dann an den Twink schicken und dann können wir das gleich umwandeln und kriegen nochmal ein bisschen extra T-Mock. Ich denke mal, das ist eine ganz, ganz sinnige Geschichte. So, jetzt muss ich bloß schauen, dass ich hier richtig fliege. Und zwar, mit dem muss ich jetzt einmal da hinten hin. Ihr seht vielleicht hier, ne, meine Sichtweite ist ziemlich mies. Ich habe es mir jetzt angewöhnt, wenn ich jetzt mit diesen ganzen Accounts parallel on bin, dass ich die Grafik wirklich aufs Minimum stelle. Er sieht zwar jetzt immer so geil aus,
aber es ruckelt halt weniger, ne? Wenn du 4 WoW-Accounts gleichzeitig laufen hast, kann teilweise schon ein bisschen ziehen, ne? Der PC ist jetzt auch schon über 6 Jahre alt, also da fahre ich tatsächlich so, lieber das Ganze ist ein bisschen angenehmer, als wenn es dann hängt und ewig im Ladebalken ist und so, das muss jetzt nicht sein. Jetzt kann man gleich mal schauen, das müsste ich da auf jeden Fall reinbasteln können. Wait, hatte ich mich verguckt? Geht das jetzt nicht, das ist sonderbar. Hätte jetzt gedacht, dass ich das da reinhauen kann. Scheint nicht. Ah, ups. Ich bin voll Idiot, das ist das falsche Item. Ich habe das noch gar nicht angelegt. Okay. Ja, gut. Der hatte irgendwas anderes schon. Das sind Schultern. Okay, I see. Ja, okay. Leute, das Mysterium hat sich aufgeklärt, warum das nicht geht. Okay, 1200 brauche ich. Ups, jetzt bin ich mit dem Main schon ein bisschen weit geflogen. Ah, zum Glück ist er hier hängen geblieben. Jetzt kaufen wir uns einmal den Stuff hier. Was habt ihr heute gelernt? Ich heute gelernt habe, dass ich einen Haufen Gold rausgewastet habe für ein paar Temok-Teile. Nur weiter. Aber es ist es hoffentlich wert. So, jetzt, wie hieß denn der Char? Teler Stoff auf Kazak war der, ne? Ja, wird mir schon vorgeschlagen. Perfekt. Halt, nicht den Kessel, den will ich da nicht hinschicken. Sondern das Teil. Und dann können wir einmal bei dem. Gehen wir vielleicht ein bisschen Dator weg. Das Ding aufstellen. So. Lernen wir das einmal. Und jetzt müssten wir das umwandeln können. Jawohl, und ich habe noch einen Temok-Teil gekriegt. Gut, dann sind wir da eigentlich fertig. Ausgetragen haben wir die ganzen Sachen. Dann schauen wir uns noch den Endstand an. Also, ich habe jetzt insgesamt rausgehauen 1.168.000. Ja, doch einiges, ne? Das eine Item konnte man es leider nicht mehr craften, weil ich keine 2 Funken habe. Vor allem nicht bei einem Char, der 2 Handkolben tragen kann. Aber ich denke mal, die Tage werde ich da sicher noch ein paar Funken bekommen und dann werde ich mir den mit irgendeinem Char craften. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Gut, für das Waste-Video sind wir durch. Diesmal alles im One-Take, dass ich es nicht schneiden und rendern muss. Ich hoffe, es war jetzt nicht allzu schlimm zum Ertragen. Und ja, dann sehen wir uns wieder im nächsten Video, wenn ihr wollt. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.